Hallo, hallo und nochmals hallo, wir sind hier in Strato City, hier in diesem Häuschen, in diesem Hochhaus, wo uns anscheinend viele Trainer erwarten, Fragezeichen. Das werden wir heute erfahren. Und natürlich werden wir den Rest von Strato City erkunden. Seid ihr bereit? Ich hoffe schon. Timer habe ich gestartet. Also kann es ja losgehen. Hier rauf! Da hat uns ja schon ein alter Herr begrüßt zugesehen. Mal schauen. Hallo! Was geht ab, Leute? Hallo? Wenn ich mich nicht irre, sprechen die alle Fremdsprachen. Nicht alle, aber ist das das Haus hier? Kann ich mir vorstellen. Naja, mal schauen. Willkommen, dies ist die Kampf-AG. Da du schon mal hier bist, werde ich dich ohne unnötiges Geschwätz herausfordern. Dann mach das, aber ich werde dich trotzdem besiegen. Okay. Da hast du Pokéball fallen gelassen, Elfi. Das darf dir nicht passieren. Und ein Terrybug, das ist doch ein ordentlicher Pokémon für dort hier. Aber weißt du was? Gegen Captain Tsubasa hast du keine Chance, weil schau ihn mal in die Augen. Der ist bereit zu fighten. Schau mal in die Augen! Siehst du nicht die Augen, wie die bereit sind? Siehst du sie nicht? Siehst du sie nicht? Auf geht's, Tsubasa! Fighten und siegen! Käferbiss! Nomsen wir mal! Eine eventuelle Beere, eine eventuelle, es schnüffelt dann Tsubasa. Das willst du nicht. Obwohl, Sportler stinken die. Ja, natürlich, wenn sie Sport betreiben. Obwohl, ich kann mir da auch vorstellen, wenn die Klamotten, in denen man Sport betreibt, irgendeinen besonderen Geruch haben, beziehungsweise gut riechen, wenn man dann auch ein gescheites Deo benutzt, kann ja auch sein, dass man dann auch während dem Sport, wenn man schwitzt die ganze Zeit, dass man da jetzt nicht wirklich ekelhaft riecht. Kann natürlich ja sein, ne? Das sehe ich gerade nicht so gern. Ich muss mal sehen, welche Attacken hier besser wären. Mal schauen. Tsubasa, du beißt jetzt mal recht kräftig zu, ne? Du musst jetzt durchbeißen, ne? Boah. Weißt du, was das Doofe ist? Das hat sie jetzt auch selber... Ne, natürlich nicht. Tsubasa, warum denn? Ich hab nicht aufgepasst. Ich bin schlecht. Ich bin ein schlechter Trainer. Nur durch mich. Komm schon, Gesella. Komm schon, zertrümmere dieses Terrybug. Tsubasa, warum habe ich das machen lassen? Warum heute nicht mal? Hey, du bist ja nicht wenig über irgendwas. Ich hab's nicht gelesen. In der Kampf-AG arbeiten die stärksten Mitglieder in der höheren Stockwerken. Aber warum habe ich das jetzt eingeschalten? Habe ich einen Beleber vielleicht? Sonst müsste ich jetzt ganz runter. Wir sehen uns gleich wieder. Juhei. Hallo, wir sind wieder hier. Hey. Was? Eine Betriebsbesichtigung? Oder willst du ein Pokémon trainieren? So oder so, ich freue mich über dein Besuch und schenk dir das hier. Das ist so einfach. Das ist so wunderbare Welt, dieses Pokémon. Ja, so eine Scheinwelt, obwohl Scheinwelt. Das ist ja auch wieder so ein Thema, ne? Wie hier Pokémon, wie die Welt hier aussieht. Die Freude übermannt mich. Hier noch ein Geschenk für dich. Okay. Je früher du im Kampf einen Flottball einsetzt, desto stärker. Und je länger der dauert, dann Timeball. Okay. Freut mich, dich kennenzulernen. Sieh mal her, ich bin mit diesem Pokémon hier unterwegs. Okay, wenn du meinst. Habe ich alles gestartet? Wäre ja jetzt irgendwie doof. Hey, Alessia. Alessia.
Was habt ihr mit diesen ganzen Viechern hier? Obwohl, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Es sei denn, es kann irgendwie jetzt eine doofe Attacke namens Stein irgendwas oder sowas. Das ist auch natürlich schlecht. Es sei denn, wir ziehen jetzt ziemlich viel ab. Nee, wieso den? Warum den? Das ist nicht so schön hier. Fragt mich nicht, was das war. Irgendwas wollte ich jetzt ansprechen. Aber vergessen. Ja, wird jetzt trotzdem ziemlich viel abziehen. Warum denn? Warum setzt der Geduld ein? Warum hast du denn so eine Geduld? Das darf doch nicht wahr sein. Dann Rasierblatt. Bitte, mach nicht zu viel. Aua, warum tust du denn sowas? Ich hab da... Was habt ihr alle gegen Tsubasa? Ist doch ein junger Mann, der voller Elan ist. Warum greift ihr ihn dauernd an? Das check ich nicht. Tsubasa, was hast du? Warum hassen dich alle? Dann noch mit dem Fuß kriegst du eine in die Fresse. Warum denn? Hast du das verdient? Nein, hat er ja nicht. Warum tun sie es? Ich weiß nicht, die Welt. Diese Steinwelt, habe ich doch gesagt, ne? Die tun alle so freundlich, aber vielleicht ist die Welt hier nicht so heilig, wie es scheint, ne? Deswegen scheinheilig. Naja, das wollte ich ansprechen. Die Scheinwelt. Aber jetzt muss ich wieder vorlesen. Es war mir eine Ehre, dem Pokémon-Team zu sehen. Du hast nur Tsubasa gesehen und die mit Füßen gedreht und das hast du gemacht. Oh, du bist aber stark. Ich bewundere dich richtig. Von dir kann ich mir in Ruhe eine Scheibe abschneiden. Zückt ein Messer raus. Okay, geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht. Hallo, was geht? Als Köpfe habe ich mehr Talent als meine Arbeit. Okay. So, reden wir über die Scheinwelt. Weil, wie sind denn die ganzen NPCs hier? Ach, Little Minip. Moin. Das ist... Irgendwie weiche ich vom Thema ab. Aber recht schnell. Naja, beißen wir mal dieses Little Minip. Ja. Haben wir ja vorher gesehen. Eine Welt. Pokémon. Das ist eine Welt, wo man in jedes Haus einbrechen kann, so gesehen. Aber die Leute sich gern mit dir unterhalten und auch öfters dir was schenken. Oh ja, deswegen eher so eine heilige Welt, wo alle so fröhlich sind und sowas. Und dann gibt es halt immer dieses böse Team. Ja, so kann man sich das eher denken in Pokémon. Die Bevölkerung, die alle wirklich so... freundlich, aber doch naiv sind. Wirklich freundlich naiv, ne? Allen, was... Ja, alles ist gut und so, ne? Und so, bla. Und dann gibt es halt immer die Gruppe von Menschen, die halt Böses tun und andere betrügen, sie ausrauben und sowas. Und da ist ein Belieber natürlich. Du kannst mich auch mal, du Spiel. Bei der Arbeit leiste ich mir nie Fehler, aber auch fürs Kämpfen habe ich Talent. Ja, ich bin eine echte Karrierefrau. Nur weil ich ein Naturwissenschaftler bin, halten mich alle für humorlos. Ja! Das war gut gewählt, dieser Ausdruck, den ich ihm gegeben habe. Oh mein Gott, ein Kiesling! Ach, Kiesling, das ist irgendwie... hat mir vom ersten Anblick nicht gefallen, dieses Kiesling. Ja, dieses, nicht genau dieses Kiesling, aber generell das Pokémon. Es schaut einfach so kacke aus. Beziehungsweise es schaut halt so falsch aus. Soll ich sagen, warum? Das schaut nach einem Spielchen für Männer aus. So drücke ich es jetzt erst einmal aus. So schaut es für mich die ganze Zeit aus. Deswegen, nee, bitte, geht weg. Nee, nee. Nee, ich will das Viech nicht mehr sehen. Das schaut sowas von falsch aus. Nee. So, Käfertrutz. Ich möchte dieses Thema jetzt nicht mehr ansprechen, ne?
Das kann wie ein Käfertrutzel. Nee, spezial. Nee, lieber nicht. Lieber nicht, meine lieben Herren da draußen. Yes, yes, yes. So. Sapperlot, es hat gekitzelt, ey. Okay. Okay, wenn du meinst. Oh! Nanu? Tsubasa entwickelt sich. Ha! Das hast du davon, Spiel! Der hat daraus gelernt, der gibt nicht auf! Der entwickelt sich jetzt gerade! Habt ihr gesehen? Er gibt nicht auf, nicht so schnell! Yes! Tsubasa hat sich entwickelt! Yes! So, das freut mich. Diesen Foligon ist auch so niedlich. So niedlich. Na? Die Wissenschaft erlaubt es, völlig abstruse Ideen wahr werden zu lassen. Wir haben ihr sehr viel mehr von unserer Freiheit zu verdanken, als man geheimhin denken würde. Gemeinhin, nicht geheim. Begegnen sich zwei Angestellte, werden Visitenkarten ausgetauscht. Wenn sich zwei Trainer begegnen, wird natürlich gekämpft. Hat nicht dezent zur Melodie gepasst, aber das ist mir völlig egal. Johannes, was willst du? Jetzt muss ich... Ja, so tue ich jedes Mal, wenn ich mein Haar irgendwer rumtue. Nee, das gefällt mir nicht so. Ich muss sowieso irgendwann zum Friseur. Es ist zwar jetzt nicht so passend, dass ich das jetzt anspreche, weil dieser Part kommt für mich erst viel, viel später raus, weil ich ja dieses Projekt jetzt gerade im Vorhinein aufnehme. Ich nehme das am 10.8. gerade auf, diesen Part. So, jetzt wisst ihr's. Und ich, ja, spreche jetzt trotzdem an. Nämlich, ich habe mir jetzt schon überlegt, einen neuen Haarschnitt. Weil bis jetzt habe ich eigentlich immer so ein Scheitel. So, so ungefähr. Das die ganze Zeit. Aber ich merke schon, ich bin schon langsam ein Mann. Ein Mann, wo da oben schon Haare ausfallen. Besonders da. Das, na, sieht man das? Ja, das geht ein bisschen nach hinten, ne? Das ist nicht mehr so eine Ebene eher, sondern das geht da so nach hinten. Ich weiß nicht, vielleicht, das hat natürlich sicher irgendeinen Ausdruck, diese Glatze, sagen wir mal. Das halt wirklich so noch so Ecken im Haar sind, wenn man das so sagen kann. Und deswegen... Na, denke ich mir auch schon, soll ich dann einen anderen Haarschnitt nehmen, weil so das schaut immer so blöd aus, besonders dann irgendwie auf dieser Seite, weil eben da vorne, was da noch übrig ist, die kleine Insel, ne? Das ist auch nicht das kräftigste Haar, es ist ziemlich dünn. Und ja, das schaut dann irgendwie doof aus. Wenn da ein paar dünne Haare von da so ein Scheitel bilden. Weil da bei den Seiten ist ja so eingeknickt. Da ist nichts mehr. Deswegen habe ich mir schon gedacht, soll ich mir was anderes mal überlegen. Aber wirklich was völlig anderes. Das weiß ich eben nicht, wie ich das handhaben werde, ne? Nalo, jetzt komm du mal raus. So, der letzte Trainer vielleicht? Nee. Ich bin der Leiter der Entwicklungsabteilung. Hier, zum Dank, dass du unseren Betrieb besichtigst. Ein Skoplenser. Oh mein Göttchen. Hallo, wenn du deinen Pokémon einen Skoplenser erhörst, Volltreffer und so. Okay, wenn du meinst. Irgendwie, wenn ich jetzt schon auf die Uhr schaue, 14 Minuten. Okay. Aber es sind ja alles Pokémon-Kämpfe, deswegen dauert das alles so lang. Aber ich nehme mir hier einfach mal die Zeit. Ach ja, voll vergessen, ein Kommentar. So, aber erst einmal ein Hypertrank, okay. Erst einmal ein bisschen fighten, oder? Yes, komm schon, fighten wir ein bisschen. Was ich vom Beruf mache, fragst du? Ich trage Pokémon-Kämpfe aus, natürlich. Ich glaube nicht, dass das ein Beruf ist. Glaube ich nicht. Naja.
Ich musste gerade jetzt an den Ewald denken. Nee. An den Pommes denken. Nicht an Pommes zum Nomsen, sondern zu dem Let's Player. Dem Patrick, so. Der hat letztens geschrieben, dass er da mit seinem Freund gerne Stratos erkundet hat beim ersten Mal. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Und falls ihr euch fragt, ja, ich nehme das im Vorhinein auf, aber ich habe mir da auch was überlegt, wie ihr trotzdem irgendwie was schreiben könnt und ich dann eben solche kleinen Storys mal einbinden kann oder auch Kommentare. Obwohl, bei den Kommentaren tue ich mir noch ein bisschen schwer. Das erkläre ich euch gleich. Warum? Ne, Frau? Oh, ein Prachtexemplar von einem Trainer. Den muss ich augenblicklich untersuchen. Hey, das nennt man pädophil. Lass die Finger von mir. Friederik, ein Somnium. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, ich habe mir da überlegt, das habe ich glaube ich im Let's Play selber noch nicht gesagt. Aber nach jeder Session, die ich jetzt aufnehme, schreibe ich dann auf meinem YouTube-Kanal so News zu Pokémon Weiß Let's Play und dann schreibe ich darunter halt die vierte Session habe ich beendet und ja, ich habe gerade die vierte Session aufgenommen und die Session habe ich dann beendet, als ich hier jetzt in Stratos City dieses Hochhaus mit den Trainern besichtigt habe. Nach diesem Hochhaus habe ich da halt das dann beendet, diese Session. Und dann wissen die Leute ungefähr, das war jetzt nur so ein Beispiel. Ich weiß, es ist eigentlich nichts sagend, weil Stratos City ist groß, aber was habe ich denn letztens geschrieben, zur letzten Session? Ich habe geschrieben, dass ich in Stratos City die Session beendet habe. Was habt ihr mit den ganzen Items? In Stratos City die Session beendet habe. Aber die Häuser habe ich noch nicht erkundet. Ich habe das Äußere erkundet, also die Straßen. Und dann habe ich meine Session beendet. Und dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Session, gehe ich auch in die Häuser rein. So habe ich es ungefähr geschrieben. Und dann wissen die Leute, aha, da ist er jetzt. Und falls sie irgendwas über diese Ereignisse, über Stratos City, irgendwas über den ewigen Wald, so heißt er, glaube ich, falls die da was schreiben möchten, dann können sie jetzt schreiben, ohne irgendwas zu spoilern. Ja, das Spiel kenne ich zwar schon ungefähr, ungefähr war ja schon etwas länger hier. Habe ich ja schon angesprochen, oder? Ich habe das Spiel selber nur einmal gezockt, aber das war so am Anfang meiner... Ich habe Nintendo wiederentdeckt. Angestellter Quack. Ich habe das schon mal angesprochen. Ich habe Nintendo wiederentdeckt. Karriere-Dings. Das war mit, keine Ahnung, 18 Jahren habe ich Nintendo wiederentdeckt. Und da habe ich auch gleich einmal Pokémon Weiß. Und auch Pokémon... Eigentlich habe ich da die neueren Pokémon-Spiele gleich gezockt. Ja, eigentlich schon. Ich habe nicht, nachdem ich Pokémon dann wiederentdeckt habe, habe ich nicht die Spiele von früher gezockt, sondern die neueren Spiele. Für mich neu. Das war Pokémon Heart Gold, dann Pokémon Schwarz oder Weiß 2 und dann Pokémon Schwarz-Weiß. Und dann kam eh schon Y. Glaub, so war das dann. Und ja, das war alles doch ziemlich am Anfang von meiner Karriere, wo ich noch meinen Stil finden musste, wie ich dann, beziehungsweise ich hatte schon einen Stil, einen gewissen Stil, ne? Aber ich musste den heutigen Stil irgendwie finden, beziehungsweise den Stil, der mir am besten gefällt. So kann man es eigentlich sagen. Und das ist eben jetzt alles genau erkunden. Und das habe ich eben am Anfang noch nicht so gemacht. Deswegen würde ich sagen, zum ersten Mal spiele ich dieses Spiel so richtig durch. Weil als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich das... Das habe ich ja schon mal angesprochen. Was wollte ich sagen?
Ich weiß nicht. Ich hab's wieder voll vergessen. Irgendwas mit meinem Stil. Ja, ich hab schon in diesem Let's Play, glaube ich, schon mal angesprochen, deswegen ist das jetzt... Muss ich das nicht näher besprechen? Und warum hältst du so viel aus? Sollte Zornklinge nicht nach jeder Attacke besser werden, beziehungsweise stärker? Aber das scheint ja nicht so. Oder habe ich einmal nicht getroffen und ich musste wieder von Anfang an anfangen? Fangen, Fan-Fan-Pi! Okay, und ein Vegimak. Werden wir jetzt mal mit der Zornklinge eine richtige Grwatsche geben? Mal schauen. Eigentlich müsste es jetzt sau stark sein, die Attacke, und One-Hit werden, ja. Gut, wir haben ihn besiegt, den Greg. Für dich war diese Begegnung zweifellos irgendetwas. Und ich weiß, es sind die 20 Minuten schon vorbei, aber ich denke mir halt, dieses Hochhaus haben wir schon so gut wie fertig. Nur noch dieser Typ hier, den werde ich mir jetzt noch vorknöpfen, wenn er überhaupt kämpfen möchte. Und dann mache ich den Part Schluss. Part Schluss hier. War jetzt zwar nur dieses Haus, aber so schaut's aus. Hat sich gereimt. No, du bist doch der Pokémon-Trainer, dem ich da unten begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich beim Stärksten hier stellen. Das bin ich. Ganz recht, ich bin der Chef hier und dein letzter Gegner. Ich brauche ja eine epische Musik. Wie soll ich den ernst nehmen? Ein unnatürlicher Hauptstadt. Ach ja, das Pokémon, das diese Pokémon 5. Gen Hater ja so gerne als Beispiel hernehmen. Aber gut, dass ich jetzt Muna rausgestellt habe. Giftspritzen. Ich bin auch kein Fan von Unratyp-Dogs-Dings. Erst einmal beschissener Name und es schaut beschissener aus. Das Motiv hinter dem Pokémon ist auch beschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist einfach nur Mist, ne? Da kann ich schon verstehen, dass da manche, dass da viele Leute sogar sagen, nee, das ist Kacke. Aber da darf man nicht vergessen, beziehungsweise nicht so dann denken, boah, diese Gen hat jetzt so einen scheiß Pokémon gehabt, also sind alle anderen Pokémon auch Kacke. Diesen Schluss, das ist sowieso so unlogisch. Wie kommt man bitte auf diesen Schluss dann? Das kommt, ne, warum? Das check ich nicht. Wie kommt man auf diesen Schluss? Ein Pokémon von über 150, oder? Gibt's hier wieder? Ein Pokémon von über 150, oder zwei im Prinzip, wenn man die Entwicklung mitzählt, ist wirklich beschissen und schaut kacke aus. Ja, ich weiß, es gibt auch Fans von diesem Pokémon. Das kann ich dann auch verstehen, also nichts gegen euch dann. Aber ich bin absolut kein Fan davon. Generell von so Gift-Pokémon. Sagte er und schickte ein Gift-Pokémon raus. Sagte er, also Gift-Pokémon und Käfer-Pokémon sind nicht wirklich meine Lieblings-Pokémon. Sagte er und benutzt dann dieses. Aber das ist so eine Ausnahme, das mag ich. Dieses Käferlein. Aber wieder zurück zu diesem Schluss. Wie kommt man bitte, wenn zwei Pokémon oder sagen wir mal, es gibt 10 Pokémon in dieser Gen, die wirklich kacke sind. Wie kommt man bitte dann auf den Schluss, dass alle anderen 140 Pokémon genau so scheiße sind? Das ist immer so, hallo, denkt mal nach. Und ich finde, die 5. Gen hat so viele geile Pokémon. Das ist so, boah, das darf man nicht vergessen, ne? So, Käferbiss ist eigentlich besser. Aber Schutzschild, brauche ich Schutzschild eigentlich nicht. Deswegen Schutzschild, kacken wir mal drauf. Ja. Also so stehe ich eigentlich zu der 5. Gen. Es gibt so viele verdammt geile Pokémon. Natürlich auch ein paar, die kacke sind. Eben dieses Müll-Pokémon. Aber schlechte Pokémon gibt's in jeder Gen. Wenn ich mal an die erste Gen denke. Slimog ist nicht besser als diesen Misthaufen. Ist genauso kacke für mich. Oder... Man kommt immer mit dem Eistüten-Pokémon daher. Magnetilo ist ein Magnet. Ist auch nicht besser. Eisenabwehr. Na, das kann ich mir aber denken. Zertrümmerer habe ich als TM, deswegen Zertrümmerer mal weg. Nee. Ja, das... Ich finde halt die Hater, die immer daherkommen, na, diese Pokémon schaut scheiße aus und dieses und dieses und dieses, aber Slimog ist natürlich völlig okay oder sowas, ne? Finde ich einfach nur doof. Die sollen mal nachdenken.
Ich check generell nicht, wie man die ganze Gen so hassen kann, beziehungsweise die Pokémon, wenn man sagt dann, boah, die fünfte Gen hat die mit Abstand schlechtesten Pokémon. Da frage ich mich, sind die blind? Weil es gibt so viele geile Pokémon. Naja, so stehe ich halt dazu. Ich wollte unbedingt wissen, was denn so für Trainer hierher kommen. Also habe ich mich als Reinigungskraft verkleidet. Das war schon ein großer Spaß. Hier ein kleines Dankeschön. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn du es annimmst. Ja, Pedaler, obwohl es ist nicht so gut wie in der sechsten Gendern. Ja, ich bin auch einer dieser Typis, die den OP-Teiler, wie er ja in der sechsten Gen genannt wird, abfeiert. Ich liebe ihn. Weil so ermöglicht dir das Spiel, mehr als 6, 7, 8 Pokémon ins Team zu nehmen. Weil würdest du, keine Ahnung, sagen wir mal, in diesem Spiel möchtest du, eigentlich ist mein bestes Beispiel mein Alpha Sophia Let's Play. Da habe ich insgesamt über 30 Teammitglieder gehabt. Teammitglieder, die ich immer herumgetauscht habe. Ich bin einer, der am liebsten mehrere Pokémon auf einmal benutzt. Und ja, das ist dann nicht so einfach, besonders dann bei einem Let's Play mitten herumleveln, wenn man dann 30 Teammitglieder hat. Aber mit dem OP-Teiler ist das natürlich dann nicht mehr so eine Schwierigkeit. Deswegen feiere ich den so ab, weil das ist einfach nur geil. Da kann ich dann endlich mehrere Pokémon ins Team nehmen, nicht nur beschränkte Anzahl. Ja, deswegen bin ich ja ein absoluter Fan von diesem OP-Teiler aus dem sechsten Gen. Naja, dann gibst du einem Pokémon diesen famosen OP-Teiler, erhält das Erfahrungspunkte. Okay, wir haben zwar jetzt eigentlich kaum was erreicht, außer dieses Hochhaus hier. Nein. Okay, ich mach schon Schluss. Aber ist mir egal. Ich lass mir gerne Zeit. Habe ich ja vorher angesprochen. Ich nehme mir die Zeit, alle Sekunden, und auch im Let's Play gehört eigentlich auch dazu diese Beute. Ich hätte auch manche Kämpfe rausschneiden können, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt möchte. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Naja, aber das war es jetzt wieder etwas Überlänge, aber ist jetzt halb so schlimm. Ciao Leute, macht gut, bis zum nächsten Mal.